Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Leute. Wie ihr vielleicht auch schon ein bisschen vorgewarnt wart, was heißt vorgewarnt? Ihr wusstet, dass dieses Video kommt und wie ihr wahrscheinlich auch im Titel lesen konntet, geht es heute um meine damaligen Depressionen, Suizidgedanken und sonstiges. Ich muss sagen, es ist ziemlich warm und dann noch vor dieser Ringleuchte zu sitzen, macht es mir nicht gerade einfacher. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video drehen soll, weil ich mir verunsicher war, weil ich halt auf Instagram dieses Q&A gemacht habe und halt meine Depression angesprochen habe, aber nichts viel erzählt habe und mir ist so warm. Ihr habt es euch halt eben gewünscht und da ich auch wirklich ernstere Themen ansprechen möchte, dachte ich mir, okay Jasmin, do it, es wird dir nicht wehtun. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video zu drehen, einfach um euch zu helfen. Ich meine, es ist meine Vergangenheit, mir geht es viel besser, ich habe daraus gelernt und so weiter. Bitte nehmt euch nicht ein Vorbild daran, wie ich früher war. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Video ist ziemlich ungeplant, aber einfach weil mir so vieles in meinen Gedanken rumschwirrt, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und wo ich enden soll. Ich weiß, ich habe es euch ja schon öfters erzählt, dass ich eben nicht so viele Freunde hatte, immer noch nicht so viele Freunde habe, was mich glücklich macht, dass ich nicht so viele Freunde habe. Aber als kleines Kind, als kleines Mädchen macht es einen traurig, vor allem wenn man in die weiterführende Schule kommt, wenn man nicht so viele Freunde findet und keine Ahnung. Bei mir war es halt einfach so, dass ich wirklich, am Anfang hatte ich mehrere Freunde und keine Ahnung wieso, irgendwann hat sich dann jeder von mir abgewandt und meinte, ja, ihr dürft nicht mit der befreundet sein, entweder sie oder wir, also man musste sich da entscheiden und im Endeffekt hatte ich dann eine Freundin. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es nicht mal so schlimm zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach gemerkt habe, ich war schon ziemlich früh reif, muss ich sagen, und ich habe da einfach schon gemerkt, okay, wenn die sich von mir abwenden wollen, verstehe ich zwar nicht, ich war auch traurig, ich habe geweint und alles, aber okay, was soll ich machen? Ich habe jetzt eine Freundin, mit der ich glücklich bin, die loyal zu mir ist, die jetzt mir ehrlich ist. Was will ich mehr? Aber ihr müsst halt bedenken, wenn es immer mehr Leute gibt, die gegen euch sind, dann ist das natürlich auch nicht schön. So als 13-, 14-Jährige. Ich war immer mit der einen Freundin und Leute haben auch immer gesagt, hey, warum hast du keine Freunde und sowas. Also total bescheuert eigentlich. Immer nur zu zweit unterwegs. Man hat uns nie mit anderen gesehen, wirklich nie. Ich weiß nicht mehr jedes einzelne Detail, was dazu geführt hat, dass ich depressiv wurde. Es lag daran halt auch, dass niemand mit mir befreundet sein wollte, beziehungsweise dass jeder so einen Hasskick auf mich hatte. Ich hatte nämlich damals auch, man ist ein Kind, man baut Scheiße. Ich habe auch damals Kacke gebaut mit Fake-Profilen oder so und dann halt Leute aus meiner Schule damit verarscht, was auch nicht gut war, natürlich nicht, weswegen ich auch gehatet wurde, was ich aber im Nachhinein natürlich verstehen kann, aber trotzdem musste das nicht auf der Art und Weise geschehen, wie es dann geschehen ist. Bin heute auf Toilette gerannt, ich konnte nicht mehr, ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich nicht verstanden. Es gab noch Vorfälle, man hat einmal meine Unterhose gesehen, durch meine Leggings, weswegen ich wirklich in der Schule von zwei Mädchen fertig gemacht wurde, ausgelacht wurde, es wurde jedem erzählt. Ich wusste nicht, also, und damals hatte ich ja immer noch diese eine Freundin und niemand anders stand hinter mir und ja, das war nicht so schön, wenn die ganze Oberstufe, wenn du in der 7. Klasse bist, die Oberstufe gegen dich ist, dich auslacht, dich fertig macht. Andere Leute hatten in deiner Klasse Unterricht und auf deinem Ordner werden einfach Beleidigungen geschrieben. Was natürlich im Nachhinein immer rauskam, wer das war und alles. Und mein großes Herz hat ihn das dann auch direkt entschuldigt. Ich wollte nicht mehr Stress mit denen oder so. Die haben dann eine Strafe bekommen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass sie sie nicht bekommen. Keine Ahnung, ich war halt einfach viel zu nett zu denen. Aber was soll man machen, wenn man gehatet wird und wenn man gemobbt wird? Dann tut man alles dafür, dass man gemocht wird. Und ich habe damals alles getan, dass man mich mag. Und irgendwann wurde mir das alles so zu viel, es wurden Gerüchte über mich erzählt. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich mich begonnen zu ritzen. Das ist echt schwer. Ich merke mir bestimmt meine Nervosität an zu diesem Video. Es ist schwer, darüber zu reden und es ist auch nicht schön.
Das Ding ist, warum ich dieses... Bitte nicht weinen. Warum ich dieses Video vor allem drehen wollte und über meine Vergangenheit erzählen wollte, ist einfach... oh Mann. Dass ich öfters mal... Es hört nicht auf, sorry, dieses Thema geht mir einfach zu nah ans Herz. Dass ich öfters mal bei Meet and Greets oder wenn ich auf der Straße bin, Mädchen sehe mit komplett einem kompletten Arm voller Narben. Und ich muss ehrlich sagen, es tut mir immer so weh, das zu sehen. Ich bin letztens beim Meet and Greet in Stuttgart. Hatten zwei Mädchen, beziehungsweise ich habe es bei einem Mädchen gesehen, wirklich den ganzen Arm voller dicken Narben. Und ich dachte, ich wollte sie einfach nur in den Arm nehmen und sagen, ich bin für dich da und wenn was ist, schreib mir und sowas. Ich habe mich in dem Moment nicht getraut, ich weiß nicht wieso. Ich bereue es auch total im Nachhinein. Vielleicht siehst du ja dieses Video, ich bin für dich da, ich bin für jeden Einzelnen von euch da. Ich versuche jeden Einzelnen bei seinen Problemen zu helfen, wenn sie mir schreiben. Sorry Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich weine. Das Ding ist ja, ich weiß selber, wie es ist. Ich habe mich selber eine Zeit lang geritzt und man sieht es halt immer noch. Mir ist es zum Glück nicht so extrem. Ich will es jetzt auch nicht zeigen oder so. Es ist halt einfach, ich habe es wirklich lange gemacht und oh mein Gott. Und ich wollte auch nicht mehr leben. Ich habe keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen. Und es war niemand da, der mir so wirklich helfen konnte. Klar, meine beste Freundin, aber ihr ging es nicht anders. Genau, ich habe mich halt geritzt und es halt natürlich nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Es hat auch niemand mitbekommen. Und das Schlimme an Ritzen ist halt einfach, dass ich... Oder jeder Einzelne, der es tut, der wird jeden Tag daran erinnert. Jeden Tag, an den ich mir den Arm angucke oder sonstiges, werde ich an meine Vergangenheit erinnert. Ich kann nicht so richtig loslassen damit. Ich kann nicht richtig damit abschließen und ihr könnt das auch nicht. Und ich kann euch ja versprechen, dass eine bessere Zeit kommt. Jeder macht schlechte und schlimme Phasen in seinem Leben durch. Jeder macht aber auch tolle Zeiten durch. Und ich bitte jeden da draußen darum, sich Hilfe zu holen, wenn sie irgendwelche Gedanken an Ritzen oder Selbstmord oder sonstiges haben. Ihr werdet immer wieder daran erinnert. Immer, immer wieder. Tag zu Tag werdet ihr damit konfrontiert, wer ihr früher wart und was euch früher passiert ist. Ihr könnt nicht damit abschließen, wenn ihr es jeden Tag seht. Wisst ihr, was ich meine? Bei mir war es dann halt einfach so, dass ich irgendwann wirklich die Not ergriffen habe und wirklich irgendwann gecheckt habe, okay, Jasmin, es geht nicht mehr. Bitte hol die Hilfe. Ich hatte ja auch ich habe es schon mal erzählt, aber ich hatte ja auch einen Schultherapeuten oder so, wie das hieß, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, der mir dann auch geholfen hat und genau meinte halt, wo ich hingehen kann. Und ich habe die Hilfe direkt angenommen. Ich habe es direkt meinen Eltern gesagt, ich habe denen gesagt, ich fühl mich leer, ich bin traurig, jeden Tag weine ich und sowas. Und sie haben das natürlich auch mit dem Ritzen irgendwann mal mitbekommen, was natürlich auch schlimm ist für Eltern, richtig, richtig schlimm. Irgendwann, beziehungsweise ziemlich direkt, haben wir mir dann Hilfe gesucht. Meine Eltern haben mir dabei geholfen. Viele haben Angst, zum Psychologen zu gehen, weil sie Angst haben, als verrückt abgestempelt zu werden. Wenn du zu einem Psychologen gehst, bist du verrückt oder sowas, weil das viele sagen oder meinen. Es ist aber überhaupt nicht so. Du gehst halt auch zum Hausarzt, weil es dir nicht gut geht. Du bist ja nicht verrückt, nur weil du zu einem Arzt gehst. Du lässt sie einfach nur helfen, wie bei jedem anderen Arzt auch so. Also lass dir von niemandem einreden, dass du verrückt bist, weil du zu einem Psychologen gehen möchtest. Ich hatte nie das Gefühl, ich wäre verrückt oder so. Und war dann halt bei einer Psychologin am Anfang, mit der ich einmal in 3 Wochen oder so einen Termin hatte und auch verschiedene Tests immer machen musste. Und irgendwann hatte ich so einen Test am Computer, der mir wirklich gezeigt hat, dass ich überhaupt keine Konzentration hatte. Was auch erklärte, warum ich schlecht in der Schule war. Ich war ja immer schlecht in der Schule. Das hat es halt auch erklärt.
weil meine Konzentration einfach komplett geschwächt war. Ich glaube, das hat auch was, auf jeden Fall was mit Depressionen zu tun. Es wurden ganz viele Tests durchgeführt, schriftliche Tests, dann diese Computertests. Und mit mir wurde ja auch gesprochen, immer. Auf jeden Fall hat sie mir dann am Ende gesagt, dass mir geholfen werden muss und dass sie jetzt einfach nicht mehr weitermachen kann, weil die Depressionen von mir zu stark sind. Und dass es ein wirklich professioneller Psychologe sein muss, mit dem ich mich einmal die Woche treffe und nicht einmal in 3 Wochen. Es musste wirklich wöchentlich was passieren. Also hat sie mir einen anderen empfohlen, ich bin hingegangen und es war auch ein Mann. Ich habe mich mit ihm unterhalten, ganz normal beim ersten Treffen. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater war dabei beim ersten Treffen, bin mir gerade nicht so sicher. Und dann wurden nochmal sämtliche Tests gemacht. Also wirklich Bögen mit 30 Seiten habe ich bekommen. Mein Vater hat die bekommen, meine Mutter auch. Ganz, ganz viele Bögen zum Ausfüllen. Und das ist mega wichtig, damit die das halt am Ende auswerten. Und es ist auch wichtig, dass ihr da komplett ehrlich seid. Bei mir war es dann so, dass ich rausstellte, dass es ziemlich, ziemlich starke Depressionen waren. Und weshalb auch das der Grund war, dass wir uns einmal die Woche getroffen haben. Denn einmal die Woche zum Psychologen ist ja nicht wenig. Dann fing es an, ich war einmal die Woche da. Es war nicht so, dass du da hingehst und sagst, wieso geht's dir heute schlecht oder sowas. Er hat immer versucht, mit dir verschiedene Spiele zu spielen oder dir zu erklären, was du da hast, wie das zustande kam und ganz, ganz vieles mehr. Es werden nicht nur über deine Probleme geredet. Also am Anfang wurde mich immer gefragt, was ist diese Woche passiert bei dir und sowas. Aber es wurde jetzt nicht dauerhaft nur drauf rumgehackt, wieso geht's dir scheiße, was ist passiert, bla bla bla. Sondern es wurde professionell gemacht. Und ich bin, wie auch schon öfters gesagt, unfassbar froh, dass ich das gemacht habe. Meine Therapie ging 3 Jahre lang. Sie ging ganze 3 Jahre oder 2,5. Und ihr müsst euch vorstellen, wie depressiv ich gewesen sein muss, wenn ich 2,5 Jahre lang einmal die Woche zu einem Psychologen gehen muss. Das ist ja schon heftig, aber ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich beim Psychologen war und er meinte, was magst du an dir? Und ich gesagt habe, gar nichts. Ich hasse mich. Ich habe gesagt, dass ich mich fett fühle. Ich habe gesagt, dass alles an mir hässlich ist. Das Ding ist auch, ich war zu dem Zeitpunkt 1,60 oder so, knapp 1,60 und wog 42 Kilo. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist sehr, 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 sehr wenig. Und habe mich fett gefühlt. Ich hatte keine Magersucht, ich habe mich nicht übergeben oder so. Ich habe, glaube ich, wenig gegessen, aber fett gefühlt. Er hat mir beigebracht, mich zu lieben. Und er hat mir auch beigebracht, selbstbewusst zu werden. Jemand hatte mich gefragt, muss man zu einem Psychologen gehen, um selbstbewusst zu werden? Ich würde zu einem Psychologen gehen, wenn man wirklich die Depressionen hat, weil das was Ernsteres ist. Und an seinem Selbstbewusstsein kann ja jeder arbeiten. Bei mir war mein Selbstbewusstsein einfach nur so gekränkt, weil ich so fertig gemacht wurde, dass ich... Da war gar nichts mehr von Selbstbewusstsein. Also wirklich gar nichts mehr. Und deswegen hat er mir halt auch da extrem geholfen. Ich war halt auch mega schüchtern. Ich bin immer noch schüchtern, aber dadurch wurde ich auf jeden Fall offener. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe mich nicht mal getraut, in einem Restaurant was zu bestellen. Ich habe mich nicht getraut, mit den Kellnern zu sprechen, weil ich Angst gehabt habe, fertig gemacht zu werden. Und das ist heute immer noch so. Nicht, dass ich Angst habe, fertig gemacht zu werden, aber einfach, weil das so in mir drin saß, habe ich immer noch Angst, also nicht was zu bestellen oder so, aber zum Beispiel, wenn mir was nicht schmecken würde, würde ich es niemals sagen. Einfach nur, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie fertig gemacht werde. Und das werde ich wahrscheinlich nie oder nach sehr, sehr langer Zeit erst rausbekommen, aber ja. Ich kann mich halt wirklich nicht mehr so gut an die Therapie erinnern. Ich weiß einfach nur, dass es das Beste war, was ich hätte machen können. Und ich war nie draußen. Ich war immer in meinem Zimmer, im Dunkeln. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich hässlich gefühlt.
Und heute kann ich sagen, dass ich mich liebe und dass ich mich hübsch finde. Ganz selbstbewusst, nicht arrogant oder sonstiges. Ich fühle mich wohl und hübsch. Also ich bin jetzt nicht die Schönste oder so, aber ich fühle mich hübsch. Und jeder von euch sollte sagen können, dass er sich hübsch fühlt. Ich habe das Gefühl, es wird ein mega langes Video. Ich weiß auch nicht, ob sich das viele anschauen werden, aber ich möchte halt die Leute damit erreichen, auch wenn es nur eine Person ist, die ich damit erreiche, die depressiv ist und die Hilfe braucht. Ich kann dir wirklich nur raten, dir Hilfe zu holen. Es ist das Beste, was man machen kann, mit jemandem darüber zu sprechen, über seine Lage, über wie es dir geht. Und am besten ist es natürlich auch, also es ist auch sehr, sehr gut, wenn ihr mit jemandem spricht, den ihr nicht kennt. Und das ist auch gut, weil dem öffnet ihr euch irgendwie total, auch wenn ihr ihn nicht kennt. Auch niemanden erzählt, dass ich beim Psychologen war. Es wusste niemand, außer meine beste Freundin, meine Eltern und halt Arian. Ist auch besser so, müsst es nicht jedem erzählen. Also Leute, das war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich. Es ist immer noch ein schwieriges Thema für mich. Ich hoffe einfach nur, dass manche von euch sich den Mut nehmen und sich helfen lassen. Und wenn euch mehr zum Thema Selbstbewusstsein interessiert, dann setze ich euch den Link mal zu meinem Selbstbewusstsein-Video in die Infobox. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen darüber gesprochen, wie ich es geschafft habe. Das wollte ich jetzt nicht auch noch hier erzählen, sonst wäre das zu lange geworden. Aber ja. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über mich, über meine Vergangenheit, über die Sachen, die ich getan habe, die ich hätte nicht tun sollen, die ich heute bereue, wie halt das Ritzen und ja. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, denn das nächste Video wird etwas fröhlicher und cooler, also seid auf jeden Fall dabei. Und ja, adieu, Freunde.